Die Entwicklung von Baugebieten ist sicherlich das schwierigste und eines der größten Herausforderungen, die wir hier in der Kommune haben. Alle sind sich ja einig, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Andererseits gibt es natürlich immer größere Herausforderungen beim Bauen. Wir müssen schauen, dass wir den Anforderungen gerecht werden. Kein unnötiger Flächenverbrauch, keine unnötige Versiegelung, mehr grüne Flächen wird zu Recht gefordert, also eine hohe Aufenthaltsqualität, eine soziale Ausgestaltung, neue Wohnformen, hohe Lebensqualität und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Und wir haben von Anfang an gesagt, auch wenn ich damals noch nicht als OB dabei war, wir machen das nicht als Stadt alleine. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an beteiligen mit vielen guten Ideen. Denn eins ist klar, dieses Konzeptverfahren ist elementar wichtig. Es gilt nicht mehr der beste Preis, sondern das beste Planungskonzept. Und das schafft natürlich ein Wettbewerb der Ideen. Ich habe die Frage gestellt, wie können wir steuern, wie können wir als Kommune steuern? Und da ist ein Zauberwort bestimmt, diese Konzeptvergabe. Und es wird viele Herausforderungen geben, aber ich habe einen schönen Spruch gefunden. Auch aus Steinen, die einem vielleicht in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Herzlichen Dank. Wie wollen wir in Zukunft wohnen und bauen? Das ist eigentlich das zentrale Thema. Es steht auf dem Plan, Planungskonzepte von den Beteiligten zu erhalten und damit eine andere Qualität auch zu bekommen. Die Bürger möchten gerne einbezogen werden in die Konzepte, in die Konzeptarbeit und auch mitwirken an dem, was wir auch hier baulich-räumlich entwickeln wollen. Der Weg von oben zu planen, hat nicht immer funktioniert, das wissen Sie. Wir haben unterschiedliche individuelle Lebensentwürfe und von Seiten der Stadtplanung gibt es eben auch einen Paradigmenwechsel, wo wir einfach sagen, diese rein wirtschaftliche Betrachtungsweise ist eben heute nicht mehr das, was trägt, auch in die Zukunft trägt, sondern wir sind hier weg vom Höchstpreisgebot und es geht darum, Vergabeentscheidungen vorzubereiten und zu gucken, was sind die Kriterien, anhand derer wir eben die Qualität einer Konzeptvergabe, einer gemeinsam entwickelten Planungsstruktur für ein Quartier, anhand derer, dass wir das entscheiden möchten. Man hat im Prinzip schon ein großes Portfolio an Projektentwicklern, nämlich den Bewohnern selber, die dort später in diesem Quartier auch wohnen werden. Sie bringen Kreativität mit, sie bringen Innovationswille mit und Kraft mit, und können quasi in einem kooperativen Planungsprozess gemeinsam ihre Ideen entwickeln. Der Weg kann eben die Konzeptvergabe sein. Das haben wir hier das erste Mal in Nürtingen ausprobiert. Wir sind da ja auch im Lernen. Ende des Jahres wollen wir dieses Vergabekonzept im Gemeinderat so beschließen lassen. Im nächsten Jahr soll die Ausschreibung für dieses Quartier kommen. Und das Ziel ist auch, dieses Pilotprojekt sozusagen zu schauen, inwieweit wir das bei unserer städtischen Grundstücksvergabe auch zukünftig anwenden können. Weil die Fragen sich heute eben nicht mehr in einem Gegensatz Stadt-Land, diese Dinge, die verwischen, das wissen Sie alle, wir pendeln kreuz und quer durch diesen Raum und wenn nicht, die verschiedenen kleineren, größeren und auch vielleicht ein bisschen abgelegeneren Orte gemeinsam Zukunft diskutieren, dann werden wir die Probleme, die auf uns zukommen, nicht lösen können. Und es geht um eine Wertschätzung, mir ist der Begriff sehr wichtig, wir bauen für Menschen. Unsere Stadt ist ein Ort für Menschen, für alle Menschen, die dort Platz haben sollen. Wir müssen in die Zukunft blicken, wenn wir jetzt die richtigen Dinge. Was sind die Vorteile von Konzeptvergabe? Da hat uns Frau Nehles ja einiges genannt. Es ist ein Instrument zur Umsetzung von städtebaulichen und wohnungspolitischen Zielen. Es dient der Dämpfung der Bodenpreise und es ermöglicht einfach anderen Akteuren, sich an diesem Verfahren zu beteiligen, also Gemeinwohl- oder zivilgesellschaftlichen Akteuren.
In den Jahren 2014 und 2015 wurde die planerische Entwicklung des Steingau-Quartiers in Kirchheim vorangetrieben. Es sollte ein Konzeptvergabeverfahren, über ein Konzeptvergabeverfahren ein urbanes Stadtquartier mit einer Mischung aus Wohnen und Arbeiten entstehen, mit den Schwerpunkten auf Kleinteiligkeit, Vielfältigkeit, Ökologie, soziale Durchmischung und hohe Aufenthaltsqualität. Die Grundstücke im Steingau-Quartier würden nach dem Grundsatz vergeben, was ist gut für die Stadt, was ist gut fürs Quartier. Es wurde ein Wettbewerb der Ideen. Für dieses Konzept haben wir im vergangenen Jahr den Zuschlag erhalten und haben uns dann im Jahr 2018 mehrfach mit allen Anliegern getroffen. Die Planungsgespräche mit den Anliegern, Projektsteuerern, Architekten haben viel bewirkt in Richtung gemeinschaftliches Bauen und miteinander Wohnen und Bauen. Spannend ist für mich der Wettbewerb der Ideen. Natürlich sind Baugemeinschaften für uns letztendlich auch Wettbewerber. Es kann einer bei uns eine Eigentumswohnung kaufen oder er kann mit anderen ein Mehrfamilienhaus mit entsprechende Wohnungen bauen. Wir können aber gegenseitig einiges voneinander lernen. Denn Baugemeinschaften sind sicher nicht deshalb entstanden, weil wir als Bauträger immer alles richtig gemacht haben, sondern da ist sicher auch manches schiefgelaufen, durchaus auch bei uns. Während ansonsten bei vielen Projekten mit größeren Mehrfamilienhäusern Bürgerproteste, Nachbareinsprüche stattfindet, sorgen Konzeptvergaben oft dafür, dass einiges an Emotionen bereits im Vorfeld rausgenommen ist. Ein weiterer bedeutsamer Punkt ist die zunehmende Vielfalt an Wohnformen. Baugruppen mit gemeinsam genutzten Flächen und Räumen, gemeinsam genutzte Autos. Nach den Coworking Spaces im Bürobereich kommt das Clusterwohnen mit großen Schritten, um besonders die Alterseinsamkeit zu vermeiden. Der zweite Faktor sind hochwertig gestaltete gemeinschaftliche Flächen, sowohl im öffentlichen Bereich wie auch in die Innenhöfe, mit entsprechender Aufenthaltsqualität und Platz für Spiel und Kommunikation. Die Menschen rücken im positiven Sinne zusammen und gestalten den öffentlichen Raum. Um was geht's? Es geht um ein Projekt in Tübingen und am Anfang bei diesen Konzepten standen schon immer die Bürger, die da bauen wollten, mit am Tisch und haben mitgeplant. Und die Ergebnisse, die waren so gut, dass das Tübingen vorgelebt hat und auch weiter verfolgt hat. Und es entstehen auch mittlerweile wieder weitere Viertel in Tübingen, wo das weiterhin so sein soll. Man musste so und so viel Quadratmeter Gewerbefläche in seinem Haus unterbringen und anbieten. Und man musste ein Konzept genau wie hier vorlegen. Und es war auch so in etwa die Größe von dem Baukörper vorgegeben. Und der Architekt hat sich dann mit Interessenten zusammengesetzt und hat sich überlegt, wie viele Personen oder Familien bekommen wir da rein. Diese Baugruppe hat sich überlegt, das Konzept, wir wollen für die Familie bauen. Ja, eigentlich ganz einfach, es waren 8 junge Familien mit jungen Kindern, die wollten individuelle Wohnungen haben. Wir wollen nach einem gewissen KfW-Standard mit Wärmedämmung und so bauen. Wir wollen kostengünstig und hochwertig bauen und für die Gewerbeflächen hatten sich auch was überlegt, nämlich es sollte eine Familiencafé rein, in welcher Form es betrieben werden sollte, war auch noch nicht ganz klar, und ein Yoga-Studio. So, und mit dem Projekt Vorschlag ging man an die Stadt und bekam auch den Zuschlag. Und 2 Jahre später war es bunt. Wir haben das erreicht, was wir wollten. Wir haben ein Zuhause für Familie geschaffen. Und warum war das mit der Konzeptvergabe so wichtig? Weil ohne die Konzeptvergabe hätten wir das nicht erreicht. Das ist es geworden. Ja, so sieht es aus. Unser Block ist nicht bunt und nicht schwarz geworden, aber rosa. War vielleicht ein Kompromiss. Ja. Und so sind wir da im Viertel eigentlich ganz gut angekommen und haben das Konzept der Baugruppe nicht bereut bis heute. Vielen Dank. Und mir geht es darum, dass man einfach auch nochmal drüber nachdenkt, welche Chancen das Konzept Vergabe hat. Diese zentrale Frage, die es in den letzten Jahren war immer die Frage, wer bekommt Grundstücke und zu welchem Preis gibt es die Grundstücke. Für qualitätsvollen Städtebau ist meines Erachtens grundlegend wichtig, dass man bezahlbare Grundstücke weiterhin zur Verfügung stellt, aber diese Grundstücke müssen auf jeden Fall ein Ziel geben, nämlich dem Ziel,
Mehrwert für die Stadtgesellschaft zu generieren. Wir müssen uns über Qualitäten verständigen. Das muss auf politischer Ebene stattfinden, es muss auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden. Und da ist dieses Konzeptverfahren für mich so ein idealer Punkt, ein idealer Baustein, in dem wir exemplarisch zeigen können, wie kann eine Stadt, eine menschliche Stadt, eine lebbare Stadt der Zukunft aussehen. Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Dr. Gerd Kuhn, und genau diese offenen Wege Mut haben, das hat ja auch der Runde Tisch sehr intensiv diskutiert, das wünscht man sich auch hier in Nürtingen quasi mit dieser Konzeptvergabe, die Leute zu inspirieren, sich über die Stadt und wie man zusammenleben will in der östlichen Bahnstadt Gedanken zu machen. Die Frage jetzt, ist dieses Vorgehen aus Ihrer Sicht übertragbar auf andere Quartiersentwicklung? Will man sich immer so viel Zeit und Mühe geben? Und gibt es bereits Überlegungen in der Stadtverwaltung, das Modell der Konzeptvergabe aus der Bahnstadt zu lösen und auf andere Teilbereiche der Stadt Nürtingen zu übertragen? Unser Ziel ist, dass wir die Konzeptvergabe auch auf andere Quartiere anwenden möchten, also größere Bauquartiere oder aber auch, wenn wir Baurecht schaffen. Herr Günschul, vielleicht die zweite Frage an Sie in der Runde. Sie haben gesagt, der runde Tisch hat sich ja viel mit der Frage mutig sein und niederschwellige Angebote machen, damit die Ideen vielfältig auch eingebracht werden können von Menschen und Personen in Nürtingen, die sich vielleicht sonst nicht mit dem Thema beschäftigen. Können Sie aus Ihrer Erfahrung private Akteure nennen, die sich vielleicht in anderen Städten sonst nicht für Grundstück beworben hätten, wenn es die Konzeptvergabe nicht gegeben hätte? Ja, sehr gerne. Es sind eigentlich zwei Arten von Akteuren. Es sind gemeinnützige Akteure, oft eben Institutionen, die sich für Menschen einsetzen, die benachteiligt sind, die sich bewerben. Die sind in der Regel halt Fachleute im sozialen Bereich und nicht Fachleute im Immobiliengeschäft. Und die können dann praktisch als Akteur sich in einem Konzeptvergabeverfahren bewerben, ohne viel Aufwand zu haben und sich sehr oft auch behaupten. Dann sind es praktisch die privaten Akteure. Wir hatten von Herrn Eisenhardt die Baugemeinschaft gehört als Akteur, aber wir stellen auch fest, dass für viele Familien die Stadthausscheibe in so einem urbanen Quartier die richtige Antwort ist und eben nicht das ein freistehende Einfamilienhaus. Jetzt leben Sie schon seit ein paar Jahren in Ihrer Hofgemeinschaft und auch in der Hausgemeinschaft. Und so ein bisschen die Frage, ist denn die Anfangseuphorie gewichen oder funktioniert alles noch? Weil ist es so denn jetzt nach 5 Jahren? Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die es entscheidend machen fürs gute Miteinander. Das erste ist, wenn die planen und bauen, auch im Objekt wohnen, dann wird es gut. Und das zweite ist, das kam aber erst hinterher. Das ganze Viertel wird in einem hochgezogen. Ist ja hier genauso. Plus, minus ein halbes Jahr, Bauzeitende vielleicht. Und alle, die hinkommen und einziehen, sind dann neu. Welche neuen Themen und Fragen sind denn bei Ihnen in der Abteilung durch diese Konzeptvergabe denn auf den Tisch gekommen? Das ist ja immer eine Frage. Was verändert sich denn da in der Vergabe? Also üblicherweise ist es ja so, dass die Liegenschaft am Schluss einen Kaufvertrag abschließt und damit ist die Arbeit eigentlich erledigt. In diesem Fall ist das ein mehrstufiges Verfahren, nachdem feststeht, wer zum Zuge kommt, welche Konzeption der Stadt und dem Gemeinderat gefällt, müssen wir erstmal in Verhandlungen gehen, beziehungsweise wir geben dann den Bewerber ein Letter of Intent, in dem ihr zusichert, ihr bekommt das Grundstück, wenn ihr dieses Konzept, das ihr uns als Bewerbung vorgestellt habt, so weiterentwickelt. Dann werden alle Konzepte innerhalb eines Hofes weiterentwickelt. Das bedeutet aber viele Abhängigkeiten voneinander über Unterbaurechte, Dienstbarkeiten. Die müssen geklärt werden. Das heißt, wir müssen weitere Urkunden erstellen, eine Grundlageurkunde, in dem alle diese Abhängigkeiten geregelt werden. Und erst dann können wir zum tatsächlichen Kaufvertrag kommen. Das waren für uns total neue Aufgaben. Aber wir mussten uns erstmal in diese Thematik einfinden, was es denn bedeutet, wenn man so abhängig auch voneinander ist im Bau. Wenn alle die Konzeptvergabe so hochjubeln, ist das das einzige Modell der Zukunftsstadt zu entwickeln? Ist das ein Baustein, den wir brauchen im Werkzeugkasten der Stadtentwicklung? Oder ist es das Werkzeug schlechthin?
Ich glaube, das ist das Werkzeug, um auch praktisch Fehlentwicklungen aktiv entgegenzugehen. Ob die Konzeptvergabe die einzige Antwort auf diese beiden Fragen ist, wage ich zu bezweifeln, respektive ich befürchte sogar, dass die Wohnungsprobleme quantitativ, die wir hier haben, und die Integrations- und sozialen Probleme, da die Konzeptvergaben eigentlich noch nicht bewiesen haben, dass sie genügend leistungsfähig sind. Also, ich glaube, dass wir grundsätzlich sind wir da schon auf dem richtigen Weg. Das Thema mit den Baugenossenschaften, das beschäftigt mich jetzt auch immer noch ein bisschen, weil klar, in meinem Konzeptvergabe zum einen Baugemeinschaften, eben auch viel Private, haben wir ja heute auch gehört, dass es auf der einen Seite zwar doch vielleicht sogar ein bisschen ein quälender Prozess sein kann, den auch nicht jeder unbedingt mitmachen will, das muss man auch mal sagen. Also, und deswegen glaube ich, ist es durchaus auch wichtig, dass es auch andere Angebote gibt. Aber jemand, der natürlich jetzt da absolut sagt, also Baugemeinschaft, das ist meins, da kommt man dann doch, sage ich, Sie haben, Sie haben ja gesagt, also innerhalb von 2-3 Jahren kommt man doch relativ weit. Also es findet halt einfach, es findet eine Änderung statt, ein Wechsel statt. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ich habe das von Baugemeinschaften auch schon gehört, dass natürlich Leute vielleicht auch mal ausziehen, also dass die auch ihre Wohnung verkaufen. Aber dann muss es ja irgendwie gewährleistet sein, also dass dieses Grundkonzept, das damals irgendwann mal begonnen hat, dass das natürlich aufrechterhalten bleibt. Vielen Dank.